So ein Saftladen. Bestellt, bezahlt, beschissen. Hier klappt ja gar nichts. Sie empfinden eine Kundenbewertung als bösartig und ungerecht. Mit gleicher Münze jetzt zurückzuzahlen wäre auf jeden Fall ein Riesenfehler. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie sachlich, bleiben Sie souverän und reagieren Sie so, wie Sie es von Angesicht zu Angesicht im echten Leben auch tun würden. Ist der Kunde vielleicht zu Recht verärgert, ist es am besten, das offen und ehrlich zuzugeben und sich zu entschuldigen. Mit freundlichen und respektvollen Worten sorgen Sie hier für Aufklärung und machen das Problem nachvollziehbar. Zeigen Sie, dass Ihnen die Meinung Ihrer Kunden wichtig ist. Reagieren Sie schnell, reagieren Sie öffentlich, reagieren Sie sachlich. Und lassen Sie den Kunden spüren, dass seine Meinung für Sie und Ihr Geschäft einen Mehrwert bedeuten kann. Klären Sie den Sachverhalt rückstandslos auf. Sagen Sie, was ist passiert? Vielleicht lag der Fehler in Ihrer EDV, machen Sie das nachvollziehbar. Vielleicht lag der Fehler auch bei einem externen Dienstleister auf dem Transport zum Kunden. Was auch immer passiert ist, machen Sie es für die Kunden nachvollziehbar. Geben Sie dem Kunden das Gefühl, etwas Konstruktives und wirklich Hilfreiches getan zu haben, indem Sie beispielsweise zurückschreiben: Danke für den Hinweis, auf diesen Fehler sind wir noch gar nicht aufmerksam gemacht worden, oder dieser Aspekt ist ganz neu für uns und Sie bringen uns auf neue Ideen, wir können Fehler ausmerzen und im Kern komplett vermeiden. Dadurch wird sich Ihr Unternehmen wieder gut anfühlen für ihn und der Kunde wird in jedem Fall zurückkommen. Kontaktieren Sie Ihren Kunden unter Umständen auch auf anderem Wege, zum Beispiel per E-Mail oder Telefon. So zeigen Sie ihm, dass in Ihrem Unternehmen keine Maschinen sitzen, sondern echte Menschen. In schwierigen Fällen können Sie ihm auch vielleicht ein Präsent aus Ihrem Shop schicken als kleine Überraschung. Und so wird er Ihren Shop ganz sicherlich wieder als positiv wahrnehmen. Eine konstruktive Lösung des Problems ist gleichzeitig die beste Entschuldigung. Und wenn das noch öffentlich einsehbar ist, ist es nur gut für den Gewinn von Neukunden, weil Sie zeigen, dass Sie transparent und offen mit dem Problem umgegangen sind. Fazit: Reagieren Sie auf negative Kundenbewertungen schnell, konstruktiv und souverän und Sie erscheinen sogar noch glaubwürdiger. All diese Tipps haben wir für Sie zusammengefasst als Download in einem Poster.